und des Heiligen Geistes. Es ist Palmsonntag. Jesus zieht in Jerusalem ein. Wir haben gerade den Einzug der Königin von Saba musikalisch zum Eingang gehört. Palmsonntag, zugleich der Tag, an dem wir wissen, dass die Karwoche beginnt. Zwischen Jubel und Verzweiflung, zwischen Hoffnung und Todesangst. Genau darin bewegt sich dieser Palmsonntag. Genau darum geht es auch heute bei uns. Der Wochenspruch für die Karwoche aus dem Johannesevangelium: Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Lasst uns miteinander Psalm 69 beten, im Gesangbuch unter der Nummer 731, hinten in die Farben teilen, Nummer 731. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefen Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten, und die Flut will mich ersäufen. Ich habe an die Bühne geschrieben, mein Hals ist versorgt. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Ich habe auch Jesus zu mir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, ich habe deine große Güte, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Dass ich errettet werde von denen, die mich hassen, und aus dem tiefen Wasser. Dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist größtlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit. Und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, denn mir ist Angst. Erhöre mich eilends. Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie. Gott, deine Hilfe schützt dich. Wir beten weiter. Barmherziger Gott, dein Sohn ist in Jerusalem eingezogen und wurde von den Menschen bejubelt. Und doch steht schon das Kreuz von Karfreitag aufgerichtet. Dein Sohn ist in diese Welt gekommen, um uns zu erlösen. Lass das in unseren Herzen immer wieder wahr werden. Lass uns darauf vertrauen. Lass uns danach streben, dass wir deinen Sohn in unser Leben hineinnehmen, dass wir auf dich vertrauen, auf dich glauben, auf dich hoffen. Amen. In der Stille beten wir zu Gott. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Amen. Die Schriftlesung steht im Hebräerbrief. Der Weg des Glaubens seit Christus. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen.
Amen. Es war ein durchaus kurzer Predigtext, den wir heute gehört haben. Und wenn Sie Zeit und Lust haben, ihn zu Hause nochmal nachzulesen, den Hebräerbrief im 12. Kapitel, da wird Ihnen auffallen, lauter Befehle. Lauter Imperative werden mir hier kriegerisch gesagt. Lasst uns ablegen, lasst uns laufen in den Kampf, lasst uns aufsehen, gedenkt. Schon beim ersten Durchlesen wird deutlich, dass es um Aktivitäten geht. Nicht um den schaulichen Kirchenschlaf, am Sonntagmorgen, heute, Stunde früher, dank der Zeitumstellung, sondern um das oft als evangelisch verschriebene Tun und Handeln, sogar in seiner äußersten Aufforderung, nämlich den Kampf. Wenn ich mich jetzt umblicke, ihr seid alles wirklich Zeitgenossen. Ich glaube, niemand von uns hätte jetzt ernsthaft darauf zu kämpfen, Kampfszenen zu erleben. Und vermutlich sind die meisten von uns im Moment auch viel zu erschöpft für kämpferische und gar revolutionäre Gedanken. Aber manchmal gehört der Kampf doch irgendwie auch zu unserem Leben dazu. Die meisten Konflikte im Leben lassen sich hinausschieben, vielleicht auch irgendwie umgehen, aber gelöst werden sie damit oft nicht. Wir sollen durch den Kampf zum Sieg gelangen, durch den Konflikt zur Lösung, durch die Passion zur Auferstehung. Ich vermute, christliche Friedensethiker würden sich mit Grausen von diesen Versen abwenden. Im Jahre 1605, also vor etwas mehr als 400 Jahren, erschien in Spanien die Geschichte eines großen Kämpfers. Miguel Cervantes veröffentlichte nämlich damals seinen Roman Der sinnreiche Junker Don Quixote de la Mancha. Don Quixote nimmt die alten Rittergeschichten wörtlich, wortwörtlich sogar. Er glaubt an die Tugend einer christlichen Ritterschaft, die in seiner veränderten Zeit Anfang des 17. Jahrhunderts zunächst nicht mehr hineingepasst hat. Er ist verrückt. Er ist so verrückt, dass er tatsächlich für Liebe, für Gerechtigkeit, für Freiheit, für Frieden leben und kämpfen will. Mit einem alten, klapprigen Gaul macht er sich auf. Sein Kampf bringt Don Quixote keinen Ruhm. Schnell wird er vor den Leuten zur lächerlichen Figur. Er will die Menschen nämlich vor gefährlichen Riesen befreien und kämpft dabei doch nur gegen windende Flügel, die Don Quixote schließlich ergreifen und zu Boden werfen. Vielleicht haben wir auch manchmal das Gefühl, nur gegen Windmühlenflügel zu kämpfen. Vielleicht erscheint uns dieses letzte Jahr auch wie so ein Kampf gegen Windmühlenflügel. Kaum denkt man, eine Hiobsbotschaft verdaut zu haben, kommt der nächste Lockdown oder die nächste steigende Inzidenz rein. Die einen werden wütend und schimpfen nur noch auf die da oben. Die anderen drohen an der eigenen Hoffnungslosigkeit oder Resignation zu stehen. Kein Kampf gegen Windmühlenflügel, sondern gegen ein Virus, aber dem sind unsere persönlichen Befindlichkeiten auch genauso völlig egal, wie damals bei Don Quixote der Windmühle egal war, wer gegen sie landet. Ein Vorbild für den Kampf des Glaubens ist Don Quixote also nicht. Oder vielleicht doch. Lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er Freude hätte haben können, das Kreuz duldete und die Schande gering machte. So schreibt er kreativ. Die Schande gering zu achten. Don Quixote achtete die Schande auch gering. Sich lächerlich zu machen für seine eigene Schale, sich einen Ritter von der traurigen Gestalt nennen zu lassen, so wie es sein Knappe Sancho Panza gemacht hat, das alles bedeutet ihm so wenig. Vielleicht müssen wir in diesen Tagen und Wochen lernen, unsere eigene Wut, die ich so wie
gewissermaßen auch auf mir habe, oder unsere Resignation, das erlebe ich auch tageweise, nicht zu sehr in den Vordergrund zu stellen, sondern das Licht der Hoffnung anzustimmen, so mit Brummen oder wie auch immer. Das mag von außen wie Pfeifen im Wald wirken oder auch befremdlich und absurd. Aber das lernen wir als Gemeinde ja schon seit 2000 Jahren, dass das, was wir tun, manchmal von uns gesehen absurd wirkt. Das lehrt uns der Karfreitag genauso wie der Ostersonntag. Und das üben wir bei jeder Beerdigung auf dem Friedhof in Mainz. Nun geht es dem Autor des Hebräerbriefs bei weitem nicht um positive Thinking oder um Autosuggestion, sondern er stellt uns in seinem Brief ein Vorbild vor Augen. Er stellt uns das Leben Jesu vor Augen, nicht ganz unwichtig am heutigen Palmsonntag. Dieser macht es sich auf, um nach Jerusalem zu gehen. Dieser Tag, an dem er das Tor zur Stadtmauer durchschritten hat, das ist eine Schwelle gewesen. Nicht nur die Schwelle zu Beginn der Karwoche, sondern auch die Schwelle für unser Glaubensleben. Was Jesus damals getan hat, das war ein kategorialer Bruch an diesem Palmsonntag. Es war ein Abgrund, den Christus überquert hat. Durch Galiläa war er mit seinen Jüngern gezogen und hatte das Reich Gottes verkündet. Gegen eine Widerstände hat er den Menschen von Gottes Liebe erzählt. Das ist übrigens heute früh der Lehrtext bei der Tageslosung gewesen. Und dann musste er dabei, dass er Jerusalem zu erwarten hatte. Dreimal hat er seinen Jüngern angekündigt. Der Menschen würden uns viel leiden, verworfen werden und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Jesus zog in Jerusalem ein, wohlwissend um die bevorstehende Leidensgeschichte. Kein positives Thinking, sondern Hinwendung zu den Menschen. Er duldete das Kreuz und achtete die Schande gering. Wirklich hat er Ende eines jeden seiner Abenteuer verprügelt, verlacht, verhöhnt. Aber eines ist doch sehr merkwürdig in diesem Roman, wirklich hat die Welt, in der er lebt, ist scheinbar vernünftig. Wirklich hat ist scheinbar unvernünftig. Und doch gehören genau diesen unvernünftigen wirklich hat Sympathien von uns Leserinnen und Lesern. Er ist auf eine angewohnte Weise treu. Treu zu seinen Bezeugungen, treu zu seiner verehrten Dulcinea von Boso, treu zu sich selbst. Vielleicht sollten wir ein Stück von dieser Treue des Wirklichen lernen, so wie Christus treu war. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unserer Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Du hättest vor Schmerzen und Tod fliehen können, aber du hast dich für uns entschieden. Du kommst zu uns, aber wir haben keine Palmzweige. Unsere Hände sind leer. Wir halten dir nur unsere Bitten hin. Wir bitten dich für unsere Kinder. Wir halten dir ihre Ängste und ihre Verzweiflung hin. Wir halten dir ihre Müdigkeit und ihre Sehnsucht hin. Jesus Christus, auch du warst ein Kind. Komm, erbarme dich. Wir bitten dich für die Menschen, deren Entscheidungen über das Leben für bestimmen. Wir halten dir ihre Ratlosigkeit hin, wir halten dir ihre Überforderung hin. Wir bitten dich für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für alle, die ihre Kräfte für andere hergeben. Wir halten dir ihren Dienst und ihre Hingabe hin. Jesus Christus, auch du hattest Geduld mit denen, die dir vertrauen. Komm und erbarme dich. Wir bitten dich für die Menschen, die ihren Glauben festhalten. Wir bitten dich für unsere jüdischen Geschwister, die heute mit dem Passafest beginnen. Wir bitten dich für deine weltweite Kirche, für alle, die in diesen Tagen dein Leiden bedenken und deine Nähe suchen. Wir halten dir den Glauben deiner Gemeinde hin. Wir haben keine Palmzweige. Wir haben unsere Hoffnung, wir haben unser Lob. Auch in diesem Jahr loben wir dich mit unseren Gebeten, mit unserem Hören, mit unseren Sorgen und unserer Liebe. Jesus, du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du hast dich für uns entschieden. Komm und erbarme dich heute und morgen und an jedem neuen Tag. Amen. Und gemeinsam beten wir, wie unser Jesus Christus uns zu bieten lehrt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.